So, und fix. Wer ist schneller? Ich bin schneller. Was sagt's? 55%. Da liege ich doch schon ganz gut in der Zeit. Erstmal Flittermaus aktivieren. Genau, das habe ich erwartet. So, und jetzt kommt bestimmt der Marderpfahl. Erzähl mal. Die Jagd ist eröffnet, okay? Zerstöre mit deinen Hühnern alle Totenpfähle. Ach doch, ein Totenpfahl. Das Böse, was des bösen Zeremoniemeisters. Und du bekommst einen Mattheorden. Drücke X, um die Jagd zu beginnen oder drei zu verschwinden. Was mit Hühnern soll ich das machen? Gut, wenn ihr das so wünscht, auf das natürlich mit den Hühnern. Na gut. Dann kriegst du kostenlos ein paar Hühnchen zugesteckt. Aha, das ist aber nett, dass mir das so schon gezeigt wird. Ich glaube, bei den Rittern wurde mir das nicht gezeigt, oder? Bei den Rittern musste ich selber drauf kommen. Kann mich nicht entsinnen, dass ich da schon mal einen Pfeil gesehen habe. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben sie es auch vergessen einzuprogrammieren. Man weiß es nicht. Na gut, die Welt war eh nicht so groß gewesen. Man hätte nicht so viel zu verlieren gehabt. Aber hier ist es vielleicht doch ganz praktisch. Weil die stehen ja doch ein bisschen konfus in der Gegend herum. Steht doch. Ach ja, und ist es nicht gleich viel ruhiger mit ein paar Gegnern weniger? Na, und wenn nicht, dann hätte ich hier jetzt auch noch die letzten paar Punkte bekommen. Weil man muss ja irgendwie von A nach B kommen. Halt, lieber mal hier hin. Jetzt komme ich nicht hoch. Noch weiter in die Richtung. Ich sehe nichts. Ach, hier lang muss ich. Ach, wir haben Zeit. Alle Zeit der Welt. Kann ja gar nichts schief gehen. Da muss man ja wirklich ganz schön Mist bauen, dass hier was schief geht. Perfekt gelaufen. So, das müsste der letzte sein. Laut Anzeige. Geschafft. Jetzt hol dir deine Muppet-Münze, okay? Her damit. So, und nun? Oh, da habe ich aber was liegen lassen. Genau. Irgendwo, da ist mir doch was runtergefallen. Mist. Habe ich es mitgenommen? Habe ich es nicht mitgenommen? Verflixt. Ich weiß es nicht mehr. Verdammt. Na gut, renne ich später zurück. Ich habe ja eine Idee, wo es war. Und zwar hier. Guckt euch das an. Eine Mauer. Eine harte, stabile Mauer. Sogar mein Laser prallt dagegen ab. Aber... seht ihr das? Ich komme hier rein. Ich komme hier rein und habe diese gottverdammte eine Magie nicht mitnehmen können. Energie. Darauf soll einer kommen. Das ist sowas von mies gemacht. Ich bin nicht selber drauf gekommen. Aber dafür gibt es ja dann am Ende dieses Spiels den Special Part für euch. Ich habe mir jetzt das auch so vorgenommen, wenn ich das mit den Münzen mache, das werde ich offscreen alles sammeln. Und ich zeige euch zum Schluss einfach nur das Special, weil eigentlich, ihr seht ja eigentlich, wenn ich hier auf 100% spiele, alle Gegner und so weiter und so fort. Und bei der Münzenjagd, da müsste ich halt eben nur nochmal alle Gegner ausfindig machen. Aber ich glaube, das nimmt dann doch ein bisschen zu viel Zeit in Anspruch. Und deswegen lasse ich diesen Teil weg. Den werde ich offscreen machen und ihr könnt dann am Ende des Spiels... Gratuliere, du hast genug böse Energie gesammelt, um das nächste Level zu öffnen, okay? Und ihr könnt dann am Ende des Spiels einfach nur noch den Special Part genießen. Vielleicht mache ich auch zwei draus, weil da gibt es einige Videosequenzen, die nehmen Zeit in Anspruch. Es können auch zwei werden. Boah. Das klingt da richtig räudig bei euch, Mensch. Erzähl mal was, Pepper. Was ist denn los? Flieg wie ein Adler, okay? Aber nicht bis ans Meer. Das ist zu weit. Okay. Mit Nachtsverratus Gleitfähigkeit kannst du auf dem Luftstrom reiten und alle Objekte unterwegs aufsammeln. Zur Belohnung winkt dir eine Muppet-Münze. Drücke X, um in die Luft zu gehen. Reit, um am Boden zu bleiben. Machen wir doch mal mit. Sprichst du jetzt nicht so recht? Nein! Verflixt! Was war jetzt? Das war ganz knapp, okay?
Versuch's noch. Ey, ich hab noch nicht mal richtig angefangen, das war ein Fehlstart. Bitte nochmal. Also, na. So, okay, und nochmal. Weil's zu schön war. Sieht ja echt billig aus. Und da fliegt man selber wieder nach oben. Wie nett. Was sind das für komische Münzen? Irgendwelche Schamanenmünzen oder so? Das ist aber auch hübsch gemacht. So, nochmal durch das Level gleiten, so ein bisschen. So aus der Vogelperspektive zu sehen. Ganz nett. Ey, es war ja billig. Gratuliere, okay? Hier hast du die Muppet-Münze. Die Firma dankt. Immer wieder ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen. Jo. Bloß gut, dass ich ihn angesprochen habe, sonst hätte ich den am Ende noch ignoriert mit dieser Muppet-Münze. Jetzt bräuchte ich erstmal wieder ein Herz. Eine Muppet-Münze. Wow, 80%. Scharf schießen. Ah! Der Schuss war jetzt aber unfair. Ein bisschen unfair. Geht's hier irgendwo lang? Nö. Wie gesagt, bei mir spiegelt das so ein bisschen und da sehe ich das nicht zu 100%. Die dunkleren Ecken in diesem Level, dieser Welt. Und wie sieht's aus? Um die 80%. Fast geschafft. Oh je, nicht runterfallen. Halt! Ich bin aber auch ein ungeduldiges Etwas. Mehr Geduld, dann geht's auch schneller voran. Hola. Robin ist zu schwer. Kommt das Teil schon in Schwankung? Genau, da fehlt uns ja noch das S. Erstmal aktivieren. Ach, und da ist der Ausgang. Und da wird auch irgendwo noch das S rumliegen. Denn wenn ich hübsch der Reihe nach die Buchstaben sammle, dann weiß ich auch, dass ich nichts vergessen habe. Also muss am Ziel irgendwo das S noch herumliegen. Nichts? Gut. 90%. Gleich geschafft. Also eine Muppet-Münze waren immer ca. 2%. Also das heißt, da müssen ja jetzt noch 98% übrig bleiben. Wenn 97 sind, dann habe ich doch vorhin den einen den einen Stern vergessen. Dann aber da noch eingesammelt. Alles halb so schlimm. Das sieht gut aus. Sieht ja gut aus. So, im Eiltempo nochmal zurück, weil wir müssen ja noch die Muppet-Münze holen. Von der Bonustruhe. Aber das sind halt eben solche Sachen, da muss ich früher oder später häufiger in den sauren Apfel beißen. Das wäre jetzt beinahe schief gegangen, wäre ich weiter gerannt. Und zurücklaufen! In Pokerface, also in den Level-Pokerface, haben wir es ja ganz clever angestellt. Da brauchte ich nicht nochmal zurückzurennen. Da hat das alles so gepasst. Aber das ist gut, dass ich Pico so spät aktiviert habe, so spät besucht habe. Ja, wir haben 100%. Nichts vergessen. Keine Alzheimer gehabt. Ach ja, ich liebe diesen Nosferatu. Da kann man so herrlich abkürzen und ist so schnell unterwegs. Einfach Flügel ausbreiten und los geht's. Nur fliegen ist schöner. Richtig fliegen, nicht nur gleiten. Vor allem haben die das auch schön animiert. Ich werde jetzt mal ein bisschen spoilern. Und zwar in den Special Part werdet ihr dann auch einige Animationsskizzen sehen zu den Verwandlungen von Robin. Die Morph-Fähigkeiten. Also die haben sich schon ein paar hübsche Sachen einfallen lassen als Special. Ich meine, wenn man schon spielt, dann möchte man ja auch ein bisschen was sehen. Es ist eigentlich auch ein Zeichen dafür, dass man sich mit dem Spiel intensiv auseinandersetzt. Uhu! Also ich kann euch jetzt schon sagen, diese Welt, die wird sehr verwinkelt sein. Verwinkelter als diese hier. Aber in der nächsten geht's erstmal hier weiter und ich habe so das Gefühl, dass wir hier des Öfteren das Schlammmonster nutzen müssen. Aber dazu mehr im nächsten Part. Ich danke euch wieder fürs Zusehen und tschüss, bis zum nächsten Mal.